Hi und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Phasmophobia mit Knaller und Akarin. So, wir sind in der Highschool auf Profi und wir suchen das, wir müssen ein Kruzifix hinniederlegen, Salz müssen wir streuen, dreckiges Wasser, Paul, Martin und natürlich wieder nur allein. Aber wenn wir eh zusammenlaufen... Warte auf mich. Ich kann nicht alleine laufen. Bin schon drin. Ich hab mein Thermometer weggeschmissen. Ich hab den Namen vergessen. Hab ich auch. Ich auch. Vermutest? Ja. Hast du Thermometer mit? Klar. Ja, okay. Ich meinte Knaller. Ach so, nö. Ich habe jetzt mal kein Thermometer mitgenommen. Du bist aber eine Kamera und eine Box. Du bist der Thermometermann. Dafür haben wir dann fast alles. Schon, wir bauen uns ja auf. Jetzt halt nichts mehr gehört, nur ein einziges Mal hier eine Tür. Die Tür hier ist offen. Ja, hier ist es. Perfekt. Hallo. Nur alleine oder auch in Gruppen? Ich hab's schon wieder vergessen. Nur alleine. So. Soll ich wieder oder? Ja, wir gehen schon mal. Was haben wir noch mit? Was haben wir noch mit? Fingerabdrücke fehlen. Ich habe mal eine Kamera. EMF sieht man schlecht. Selbst habe ich gehört. Er hat das Buch geschrieben. Oh. Er hat das Buch schon geschrieben. Ja, dann nehmen wir das Buch damit. Hoppla. Ah! Okay, jetzt gehe ich raus. Das blöde Vieh hat mich angehaucht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Oh. Ha, ich habe ein Bild. Huch, ich gerade mal wieder raus. Der stand gerade in mir gefühlt. Alles klar. Der hat Bock. Der stand hinter mir. Der hat Bock. Okay, wir brauchen Fingerabdrücke, richtig? Herzinfarkt. Fingerabdrücke brauchen wir noch. Salz. Buch haben wir. Orbs haben wir. Thermometer hier. Wieso läufst du außen rum? Hier rechts ist doch schneller. Ja, aber wir müssen halt eh in den Truck. Ja, aber ist der Weg hier nicht schneller? Nee. Ja. Also die Chance, dass er handelt, ist kleiner. Ja, das ja. Ist halt sicherer. Der Weg ist sicherer, wenn du es so sehen willst. Aber schneller ist, glaube ich, nicht. Das ist mir egal. Er ist sicherer. Das ist das Einzige, was zählt. Ist er kürzer? Nein, ja, das ist ein Umweg. Ist er sicherer? Ja. Okay, wir gehen den sicheren Weg. Okay, wir haben Buch. Wie waren die Temperaturen so? Der war gerade eben auf 10. Ja. Der hat nur nicht gehandelt. Gerade habe ich nicht gesehen. Oh. Schönes Zimmer, ne? Ah, so. Doch, wir sehen den EMF. Ich dachte schon. Wir haben Buch. Spirit, Revenant, Shade, Dämon, Yurai, Oni. Also es kann noch ein... Ding jetzt sein. Wir nehmen Fingerabdrücke mit. Was müssen wir noch? Salz wandern. Salz mit. Ich nehme mal ein Kruzifix mit. Aber Dingen sehen wir halt nicht, ne? Orbs. Achso, ne, der kann ich nicht. Orbs sehen wir nicht. Was ist ein Kruzifix? Könnte ich noch mitnehmen, aber wir brauchen doch bestimmt noch Salz. Hast du Salz? Hat jemand Salz? Ja, Salz haben wir. Ich bin voll. Salz, fotografieren, Fotoding haben wir. Kruzifix. Wir nehmen Kruzifix mit. Müssen wir, also, ich meine, wenn es passt, müssen wir mit. Ja, gehen wir rein. Können wir mal probieren. Aber der ist schon ein bisschen spooky, oder?
Zuerst haucht er mich an und dann stellt er sich neben euch. Aber handeln wollte der nicht, der wollte nur mal gucken. Ja, der will gucken, was es für Frischfleisch gibt. Ich hab nicht gesehen, ob ich mal einen Ofen anschmeißen muss. Habt ihr das Foto von ihm gemacht? Ja, ich hab eins. Aber nur, das ist aber ja, aber nur vom Geist im Prinzip, ne? Von der Silhouette, vom Schatten, ne? Ja. Ach so, ja. Ja. Haben wir jetzt mal geguckt, wie er hier ist? Warum habt ihr jetzt? Nee. Sicher, sicher. Du kannst ja hier das Thermometer noch mitnehmen, wenn du möchtest. Nee, ich hab kein. Ja, achso, zum Tauschen meinst du? Liegt oben keins mehr? Weiß ich nicht, ich hab's vergessen oben rauszuwerfen. Achso. Wenn wir Fingerabdrücke sehen, müssen davon nicht laufen. Oh, warte mal. Hier sind es 4 Grad. Nee, keine Fingerabdrücke an der Lampe. Wenn ich drüben. Wenn ich. Wo? Okay. Geisterbox. Oh. Spirit Dämon Oni. Okay, Spirit kein Revenant mehr. Oni. Also wir können rennen. Ja. Also 5 Grad haben wir sowas. 4 Grad. Er schmeißt Dinge durch die Gegend. Kannst du noch kälter? So, den stellen wir mal dahin. Jetzt habe ich nichts mehr. Fußabdrücke. Ja gut, Fußabdrücke. Also entweder EMF. Orbs oder EMF Orbs Fußabdrücke auch, oder? EMF Orbs oder? Oder Gefriertemperaturen. Okay, also keine Fingerabdrücke. Nein. EMF Orbs oder Dings, Gefriertemperaturen. Irgendwie können wir da hinten, können wir die eh nicht sehen, oder? Konnten wir die sehen? Hoppla. EMF, Orbs oder Gefriertemperaturen. Alter, ist ja gerade viel gelaufen. Also entweder EMF oder Orbs. Das heißt, wir müssen ihn entweder richtig triggern ohne Ende, damit er mal was zeigt. Warte mal. Zeig dich. Was jetzt? Triggern oder nicht? Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gesehen, als dass jemand Gefriertemperaturen hatte. Aber wo ist das Ding hin? Wo bist du? Ich hab's in der Hand. Aber hier sind 6 Grad. Wie ist er denn jetzt drüben hingekommen? Kann sein, dass er 2 Räume hat. Ja, also hier an der Wand. Thermometer liegt da vorne auf dem Boden. Also hier an der Wand, an der Seite ist es nämlich auch kalt. An der linken Seite, also quasi zur Gegenwand. Nur an der Wand oder der ganze Raum? Nein, nur an der Wand. Waren es eben halt sowas 6 Grad. Nicht überall. Hier ist halt überall kalt. Und da haben wir ja auch schon alle Dinger gekriegt. Alle Hinweise. Und hier sind es nämlich nicht kalt, aber wenn ich Richtung Wand drehe, haben wir es zwischenzeitlich immer mal wieder 6 Grad. Jetzt ist im Moment warm. Da oben ist kalt. Da ist 4 Grad, aber eben halt nicht so kalt, ne? Ja, was machen wir? Triggern wir den jetzt des Todes? Mach mal Licht an. Klar, warum nicht? Zeig dich. Oh, laufen, laufen, EMF. Laufen. Ja, ja, ich lauf. 3. Ja. Oh mein Gott, der steht gerade vor uns. Zeig dich. Nur ganz kurz wieder. Ja. Hand. Oh. Im Kreis rennen. Okay. Ja. Der ist fix. Alter, ist er schnell. Ah, okay, der ist schnell.
Ich habe auch gestern rausgefunden, dass Bilder während Tanz angeblich doch zählen. Allerdings darf er dafür anscheinend nicht blinken. Also wie er jetzt tut. Okay. Abbiegen nicht vergessen? Abbiegen nicht vergessen? Ja, ja. Schau nur immer regelmäßig nach hinten. Der ist nicht mehr hinter uns gewesen. Was? Schaut ihr Ausschau nach vorne, ich hinten. Ja. Ist er, was ist mit ihm? Wo ist er denn? Hat aufgehört? Fertig. Okay. Jetzt sind wir schon wieder am Raum. Perfekte Lernen. Achso, ne, wir müssen ja gucken nach Orbs. Was ist es denn jetzt? Weiß ich nicht, wir müssen. Aber EMF ist nicht auch ausgeschlagen. Ne, wir konnten mal nach Orbs nochmal gucken. EMF, Orbs und. Ich mach überall die Türen zu. Gefriertemperaturen. Das da sehe ich also hier. Hand. Oh ne, nicht schon. Einfach. Gehen wir einfach runter. Ja. Lauf dann nach links Richtung Ausgang quasi. Ja. Da würde ich vielleicht noch nicht hinlaufen. Könnte vielleicht noch was zu knapp sein. Weil so weit weg scheint er nicht zu sein. Ich höre ihn hinter uns. Entweder hinter uns oder über uns. Ich laufe jetzt hier links. Ah, vorbei. Du lebst noch, ne? Ich lebe, ich bin beim Truck. Bist du wieder durchs Fenster geklettert? Mehr oder weniger. Jetzt sag mir, der hat die Tür offen gelassen. Das hindert mich aber nicht daran, noch eine Kamera aufzustellen. In den anderen Raum, der auch zu kalt war. Das stimmt allerdings. Weil es könnte sein, dass das vielleicht einfach bloß irgendwie buggy ist und dass der den anderen Raum voller Orbs macht oder sowas. Der Geist hat gerade umgeschaut. Was soll das? Nee, das war ich. Guck. Pass auf. Siehst du das? Ach, okay. Jedes Mal, wenn du schon mal die anderen ausmachst. Schalt mal zurück. Schalt mal zurück. Nee, das kann ich nicht. Ich kann immer nur eins weiterschalten. Boah, lass das mal. Ja, ich hab's ja gerade weggeschmissen. Nimm nochmal einen Kruzifix mit und nimm dann die Kamera mit. So. Oder auch nicht. Soll ich noch irgendwas mitnehmen? Weiß ich nicht, was haben wir denn? Schmeißt im Raum Bücher rum. Sehen wir das EMF? Nö. Wir können noch eine Kamera mitnehmen und die dann zum EMF legen. Brauchen also wir noch einen Kruzifix? Brauchen wir eh nicht. Ein Ohn. Ein Ohn? Weil wir haben permanent Aktivität. Ah nee, ich hab mich geirrt, es könnten noch Fingerabdrücke sein. Ich nehme noch eine Lampe mit. War mein Fehler, tut mir leid. Hä? Spirit, Dämon, ja, Oni. Spirit. Ja genau, und ich habe euch Schild bekommen. Ja, ich habe Fingerabdrücke, ich komme mit. Okay, gut. Ja, aber dann fällt ja eins weg, warte mal. Dämon ist Gefriertemperaturen. Dann fällt. Fingerabdrücke, Spirit, Dämon oder Oni, ne? Ich glaube, Orbs fallen dann weg. Ja, dann fallen Orbs weg, alles klar. Ja, dann brauche ich den ganzen Quatsch ja gar nicht. Weg damit. Weg damit. Dann nimm noch ein EMF mit. Haben wir nicht mehr. Doch, da. Doch. Doch, da liegt. So, was haben wir noch? Ich habe eben ein Kruzifix gehabt, ne? Das hast du mit, ne? Ich habe eins. Ich habe eins. Ich habe. Ich wollte gerade sagen, ich habe nur eine Kamera und. Wollen wir nochmal Sanity nehmen? Ja, könnten wir machen, hä? Weg damit.
Ja, laufe ich mit dem Ding durch die Gegend. Kann auch so ein Ding noch mitnehmen. Hat jemand, weiß jemand den Namen des Geistes? Nee. Geh nochmal schnell gucken, falls wir den triggern wollen. Okay. Schreib ihn am besten irgendwo auf. Ja, wenn ich dir jetzt laut sage, dann werden wir uns den ja wohl mit drei Mann vielleicht mal merken können. Paul Martin. Paul Martin. Paul Martin. Paul Martin. Paul Martin. Ich hab's mir aufgeschrieben. Wenigstens einer. Weißt du schon, es gibt eine schöne Erfindung namens Papier und Stift. Ah, Pen and Paper. Ja, spiele ich auch gerne. Oder Handy. Vorne leuchtet sogar Fingerabdrücke. Ernsthaft? Ja. Ja, der ist die Lampe doch an. Ja, aber die leuchten da nicht, oder? Nee. Da, nein, nein, aber Lampe leuchten. Da kann ich ja tauschen. Ich kontrolliere jetzt hier einfach mal jede Tür. Hier ist Licht an. Was könnte ich gewesen sein? Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Warte, ich mache ein Foto. Das gibt extra Geld. Kann auch mal jemand leuchten. Der ist hier draußen. Er kommt. Klar, lauf, lauf. Der ist hier draußen. Der handelt doch nicht. Nee, aber ja, er kommt. Das ist die Fußabdrücke. Ja. Wir wissen, der läuft durch Gegenstände. Also, es ist ein Spirit. Tschüss, lieber Spirit. Jetzt können wir es ja sagen. Paul Martin. Oh. Vielen Dank. Bin mir ziemlich sicher, er hat schon vorher angefangen. Bezweifle ich. Ich auch. Ach komm, Paul, sei nicht so. Ja, wer weiß, er war am Leben. Paul Martin, sei nicht so. Paul Martin, hab uns lieb. Macht ihr jetzt über Waschbecken an? Geht nicht. Schade. Ah, wir brauchen noch dreckiges Wasser. Also, falls du mal Zeit hast zwischenzeitlich, geh dich nochmal waschen. Das fängt schon sowieso nicht. So. Bis zum Schild und dann hört er auf. Ja gut, wenn der mit dem Wasser nicht macht, das hatten wir schon mal heute, ne? Ja, dann nicht. Gehabt. Tschüss, Paul. Oder Martin? Paul Martin. Fangen wir schon mal ein. Fingerabdrücke, Spirit. Tschüssi. Kurz auf 10, dann war er wieder weg. Gucken wir nochmal, ob wir ihn sehen. Ob er zum Abschied nochmal winkt oder so. Ja. Ja. Also, dann tschüss, Paul Martin. Welcome back. Es war ein Spirit. Yay, es war ein Spirit. Was ein Wunder. Mein Spirit. Okay.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt Feierabend. Dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.